Hallo ich meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind wieder einmal zurück hier mit unserem wundervollen Abenteuer mit Linkus Linkimax, dem linken grün gewandeten Typen hier in einem mit rosa Haaren oder was auch immer. Naja, es sind schon eher rosa, lila, purple Haare, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung ist es halt. Eine Mischung aus blau und rot. Und mit dem haben wir ja am letzten Part den Ostpalast vollendet. Sind nun ein unglaublich toller Mensch, der richtig toll ist und so. Und ja, das ist im Endeffekt die Definition. Was man vielleicht erwähnen sollte, es gibt quasi zwei verlorene Folgen, in denen ich ganz viel krassen Scheiß gemacht habe. Die sind leider, wie gesagt, verloren gegangen. Eine davon war eine Stream-Aufnahme. Die Qualität, die also von der Soundabmischung und allem drum und dran leider nicht aufging. Und das andere war zwar eine spätere Aufnahme, allerdings habe ich da die Auflösung so durcheinander gehauen, dass das Spiel, es ließ sich nicht mehr quasi übertragen in das Video. Das Spiel war in so einer kleinen Auflösung, ich glaube 200 mal 130, irgendwas in der Richtung, war richtig komisch. Also total verpixelt war, habe ich leider nicht mitbekommen bei der Aufnahme natürlich. Und deswegen musste ich jetzt die ganzen Aufnahmen nochmal neu machen. Zwei wundervolle, riesig lange Spielstände sind gelöscht worden. Und damit sind wir richtig weit zurückgesetzt. Diese Folge wird also keine Folge sein, in der wir bereits den nächsten Tempel betreten, sondern diese Folge wird eine Folge sein, in der wir quasi das Betreten dieses nächsten Tempels, ich sage jetzt mal, vorbereiten. Dafür gibt es einige Sachen zu finden. Also wir werden jetzt erstmal ein bisschen durch Hyrule ziehen und Gedöns finden. Und dann machen wir uns daran, die ganzen Tempel zu erkunden und zu durchstreifen und zu besiegen und vernichten und so weiter und so fort. Zum einen sollten wir mal ganz kurz uns vielleicht um diesen Pilz kümmern, den wir im, wenn ihr euch erinnern mögt, wundervollen verlorenen Wäldern, in den verlorenen Wäldern gefunden haben, diesen Pilz. Um den kümmern wir uns jetzt ein bisschen und sorgen halt mal dafür, dass damit irgendwas gemacht werden kann. Denn so wie er momentan befindlich ist, können wir leider nicht viel mit ihm anstellen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich mit diesem Pilz, falls ihr wisst, was ich damit mache, in diese Richtung gehe, wo es eigentlich das Ziel in der anderen Richtung liegt. Ich weiß gerade nicht, wo wir überall Portale finden tatsächlich, die mich oder uns in die Lichtwelt bringen. Deswegen würde ich ganz gerne ein Portal so setzen, für, dass wir nicht allzu große Probleme haben. Beziehungsweise können wir dann direkt nebenbei nochmal was anderes holen. Aus eben diesem Grunde gehen wir jetzt also hier entlang durch diesen Sumpf in der Schattenwelt. Und da unten sehen wir bereits den nächsten Tempel, den kann man wie gesagt noch nicht betreten, beziehungsweise kommen da drin nicht weit. Denn dafür müssen wir tatsächlich einen, den Pfad freischalten in der Lichtwelt, über die Lichtwelt hindurch muss der Pfad freigeschaltet werden, jetzt hier in der Schattenwelt. Sehr interessant, dass sich Licht und Schattenwelt gegenseitig beeinflussen. Höchst interessant. So, wir gehen jetzt hier in diesen Bereich rein und benutzen dann unseren tollen Spiegel. Und, Wunder sind auf einem Vorsprung. Und hier sehen wir eine grüne Tafel. Und wir wissen es ja, dafür müssen wir dieses wundervolle Buch benutzen. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Feuermedaillon bekommen. Bam. Dieser scheiß Geier. Herrlich. Und da ist es. Das Feuermedaillon. Seine Magie ruft eine riesige Explosion hervor. Achte auf deine Magieanzeige. Ja, ja. Genau das. Ja, wie ihr sehen konntet, falls ihr Augen im Kopf habt, habt ihr wahrscheinlich, haben wir jetzt das Feuermedaillon erhalten. Ich zeige euch ganz kurz nochmal, wie crank es ist. Wir haben es ja gerade nur an einem Geier gesehen. Es ist sogar noch etwas mächtiger. Und zwar sorgen wir einfach mal dafür, dass wir ein paar Gegner im Bild haben. Und warten. Hihi. Tolles Item. Ganz, ganz tolles Item. Muss man schon mal sagen. Ach ja. Okay, sehr schön. Dann hätten wir das also schon mal geschafft. Das Feuermedaillon haben wir freigeschaltet. Allerdings seht ihr ja bereits, es ist recht viel Magie verbraucht. Und deswegen sollten wir darauf vielleicht hinarbeiten, dass wir eine etwas größere Magieanzeige haben. Und diese größere Magieanzeige, die bekommen wir tatsächlich dadurch, dass wir diesen Pilz wegbringen. Also indirekt. Wir gehen jetzt mal hier direkt vor diesem Tempel in die Lichtwelt. Und behalten dieses Portal dann dort genau dort.
damit wir das, ja, wie gesagt, damit wir dann jederzeit hier zurückgehen können, um dann das Portal benutzen zu können. So, und dann machen wir uns nochmal daran, diesen Schalter jetzt zu betätigen. Und ihr seht, das Wasser wird quasi von draußen abgelassen. Es wird nicht mehr gestaut, sondern fließt jetzt hier durch diesen Tempel. Und dadurch tatsächlich können wir auch in den Tempel, in das Gegenstück, in der Lichtwelt gehen. Vorher... Ach, scheiße. Herzteil gefunden, aber leider fucking Schaden bekommen. So. Aber vorher, wie gesagt, haben wir noch ein paar andere Sachen zu tun. Unter anderem müssen wir zum Beispiel die Schwimmflossen bekommen, damit wir ordentlich schwimmen können. Aber bevor wir die Schwimmflossen... Ach, Mann. Bevor wir uns die Schwimmflossen holen, bringen wir, wie gesagt, mal ganz kurz... Es liegt zum Glück auf dem Weg. Lustigerweise fällt mir gerade ein. Bringen wir mal ganz kurz diesen Pilz weg, damit wir... Oh, ich habe den Timer vollkommen vergessen. Damit wir dann das merkwürdige Ding bekommen aus diesem Pilz oder durch diesen Pilz, mit dem wir die Magieanzeige erhöhen können und mit dem wir generell ganz viel kranken Scheiß machen können. Nein, das ist unfair. Ich wollte gerade was trinken und da kommst du einfach angerannt. Das finde ich nicht nett. So, ignorieren wir einfach sämtliche Gegner hier. Wir haben übrigens gerade auf der draußen fliegt, glaube ich, gerade ein Flugzeug lang. Auf jeden Fall ist es relativ laut. Es tut mir leid dafür. Es ist wirklich keine Absicht. Also, weil das Fenster ist halt verdammt heiß. Mir tut auch alles weh, muss ich sagen. Ich habe gestern echt lange, also nicht lange, aber ziemlich, naja, sag mal, hart gearbeitet. Beim Bühnenaufbau mal wieder. Und das Problem war, dass ich keine Handschuhe dabei hatte. Und deswegen tun mir gerade einfach sämtliche Finger weh. Das ist wirklich... Oh Gott, das Drücken jeder einzelnen Taste bereitet mir gerade gewisse Schmerzen. Meine Finger hier richtig, da sieht man in der Kamera nicht wirklich, ne? Die sind richtig rot. Oh, die eben ein bisschen, naja. Naja. Ach ja. Der Udo Lindenberg wird sich freuen. Gut, hi. Na, der Duft von verfaulten Früchten. Gib mir den Pilz für mein Gebräu. Ach so, ja. Sorry. Nee, kann es nicht. Danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magie-Shop, dann bekommst du etwas Gutes. Bekomme ich gar nicht. Das ist voll die Lüge. Ey, Bitch hat mich voll angelogen. Finde ich nicht korrekt, Digga. Gut, wir heben diesen Stein. So, werfen ihn weg und gehen dann weiter in Richtung Zora-Wasserfälle. Denn dort bekommen wir tatsächlich, ob ihr es glauben tut oder nicht, ja, GG, die Schwimmflossen, mit denen wir dann auch mal diesen Fehler, naja, nicht ganz so reich an Konsequenzen erleben können. Ah, da ist es. Das Zauberpulver, streue es auf Gegner und viele andere Dinge. So, und der Typ kann uns mal ganz kurz kostenlos hochheilen. Dankeschön. Jo, ja, das Zauberpulver, das können wir auf Gegner streuen und andere Gegenstände, aber vor allem auf Gegner, glaube ich. Manchmal auch auf Gegenstände. Und dann passiert da ein bisschen was mit diesen Gegenständen oder vor allem mit diesen Gegnern. Ich weiß gerade nicht, ob ich das an der Wache da drüben ausprobieren kann. Ich versuche mal ganz kurz es zu zeigen. Na, das klappt nicht, dachte ich mir fast schon. Und so haben wir schon wieder die zwei Herzen verloren, die ich gerade hochgehalten habe. Perfekt. Danke, Spiel. Aber bei dir kann ich zum Beispiel benutzen. Sehen herrlich aus. Leider sind sie jetzt nicht einfacher zu besiegen, da sie immer noch Schaden machen. Also diesen Elektroschaden beim Zuschlagen. Aber ich finde es herrlich, wie die Typen aussehen. Hihi. Ach Gott, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Ha! Ihr seht ja herrlich aus, okay. Das kann man bei allen Gegnern mal ein bisschen ausprobieren, wie sie danach aussehen mit diesem Zauberpulver. Ah, die meisten verwandeln sich tatsächlich in diese, naja, ich sag jetzt mal, etwas schwächlichen Geschöpfe. So, hier kommen wir nicht weiter. Hier oben ist der Zora-Wasserfall, genau. Da sind wir am Zora-Wasserfall. Und ich habe gerade nicht mehr so wirklich die Ahnung, wo es weitergeht. Ich glaube, wir mussten hier oben entlang. Und nebenbei hat die ganze Zeit, ja, genau. Nein,
Gegner umgehen. Ist nicht schwer, aber ihr seht hier gerade, wir werden die ganze Zeit quasi nebenbei eigentlich beschossen von den Viechern. Ab und zu tauchen sie auch mal direkt vor uns auf und wollen uns auf den Keks gehen. Ich hoffe, dass das hier der richtige Weg ist. Ah, natürlich ist es der falsche Weg. Wir müssen unten lang. Okay, dann also hier entlängs. Wow. Das war ein harter Schlag, wa? Das war mein harter rechter Haken, du. Mein Link. Haken. Ha! Diese Witze werden immer besser. Hoho! Nicht so weit von mir. Ja, ich möchte Schwimmflossen. Na, ich hab nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine als Paar. Ich zahle 500 Rubine. Oh, ja, Herr Flossen. Außerdem scheiße ich hier zum Rasswasserwege zu müssen. Auch Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Allerdings dann landen, das musst du selbst herausfinden. Ja. Du hast Zoras Flossen gekauft. Mit diesen kannst du sogar in tiefen Gewässern schwimmen. Oh ja. Die Zora-Flossen. Hier, guck mal. Wir können schwimmen. Hui. Wunderschön, oder? Ja. Das lohnt sich jetzt endlich mal wieder. Können wir mal hier auch entlang gehen und uns das Herzteil schnappen, das wir vorhin gesehen haben. Haben wir schon mal zwei. Brauchen wir nur noch drei, um ein Level-Up zu erreichen. Und dann sind wir wieder hier unten. Und ich glaube, wenn wir da rechts weitergehen... Nein, hier war kein weiterer Wasserfall. Irgendwo war noch... Immer unsere wrong Tasten drücken. I'm doing. Aber hier drüben... Oh Gott, ich bin gerade so müde wieder. Ich gehe da unter den Rücken, aber habt ihr gesehen... Oder gehört? Und gesehen, dass es gerade nicht so ganz gut klappt. Juppala. Ganz ruhig, Kinder. Ist ganz ruhig, okay? Man konnte doch auch irgendwie tauchen, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Da, man konnte ja durchschwimmen. Ich wusste es. Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Willst du es tun? Ah, ich wollte gerade sagen, passiert jetzt noch was? Hast du das geworfen? Ja. Ich gebe den Gegenstand zurück, wirf ihn aber kein zweites Mal. Yay! Und jetzt haben wir Pfeil und Bogen. Was war denn nochmal mit diesem Brunnen? Irgendwas war da, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Steuerkreuz außen wähle. Deswegen konnten wir gerade irgendwas werfen. Was war das denn nochmal? Ich glaube, den Boomerang konnte man hier hineinwerfen. Na, seht ihr? Und wir bekommen einen roten Boomerang, den Zauberboomerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Sehr schön. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir noch was werfen konnten. Pfeil und Bogen hat ja offensichtlich nicht geklappt. Aus diesem Grund weiß ich gerade nicht. Bomben? Nee, die Bomben bestimmt nicht, oder? Der Hammer... Nee, den Schild auch nicht. Das wäre schwachsinnig. Ich dachte, man könnte hier Pfeil und Bogen verbessern. Tatsächlich! Dein Schild wurde stärker. Jetzt schützt er dich sogar gegen Feuerbälle. Nice. Ich beschwere mich nicht. Nö. Ich beklag mich keineswegs. Sehr schön. Ach, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob wir noch mehr reinwerfen können. Ja, ich werfe etwas. Oh, die arme Fee, ey. Schild hat also geklappt. Versuchen wir es doch mal mit dem Hammer.
Ja, das einzige Item, was mir jetzt noch einfiele, was man werfen könnte. Aber warum sollte er stärker werden? Jo. Gut, den mag sie nicht. Hammer haben wir erhalten. Ansonsten glaube ich, gibt es in unserem... Ne, gibt nichts mehr, was wir werfen könnten erstmal. Ich glaube, wenn wir später wiederkommen, wäre es möglich. Ich weiß nicht, ob das... Nee, das Schwert muss hochgeschmiedet werden. Das wäre schwachsinnig, oder? Ah, ich werfe einfach nochmal. What could possibly go wrong? Ja, dachte ich mir fast schon. Aber hey, ein Versuch ist es immer wert, da ein besseres Schwert gibt es uns. Ist auch schwer, was Besseres als das Master-Schwert zu bekommen, oder? Eigentlich war das ein dummer Gedanke. Also von irgendeiner random Fee, was Besseres als ein Master-Schwert zu bekommen, sollte man vielleicht sagen. Immerhin ist es eine Frau. Das war gerade gemein. Nur einer dieser drei Strudel ist ein wirklicher Strudel, den wir benutzen können. Komm schon. Ah, falsche Taste. Das war's. Jo, jetzt sind wir hier am Hylia-See. Hier bin ich ganz bewusst sogar hingeschwommen. Ob ihr es glauben tut oder nicht. Denn hier gibt es noch etwas zu tun. Und zwar da oben. Ist nämlich eine weitere Insel und eine weitere Höhle. Und lustigerweise eine weitere... die Handschuhe. Hätten wir die reinwerfen können? Fuck. Es gibt so viel zu testen. Ein weiterer Brunnen. Ich werfe ein paar Rubine hinein und zwar genau 20 Rubine werfen wir hier hinein. Deine Freude steigt um 20 Rubine. Deine Freude wuchs auf 20 Rubine an. Du bist fröhlicher geworden. Ich stelle dir ein Horoskop für heute aus. Du hast eine sorgenvolle Zukunft. Geht gar nicht gut. Gar nicht gut. Gut, gehen wir nochmal hinein. Vielleicht können wir unsere Zukunft mit ein bisschen mehr Geld erkaufen. Oder verbessern. Da. Werfe ein paar Rubine. 20 Rubine. Yay. 40 Rubine, fröhlicher geworden. Roh, hast eine sorgenvolle Zukunft. Ach komm schon, noch mehr Rubine. Ich will eine gute Zukunft haben. Die soll super sein. 2 Millionen Abonnenten. Bis morgen. Was ist die Rubine? Komm schon. Ey, kau alles auf den Kopf. 60. Glückliche Zukunft, seht ihr. Aber die kann bestimmt noch besser werden. Noch viel, viel, viel besser. Deswegen machen wir das Ganze nämlich nochmal. Noch zweimal übrigens. Ich werfe ein paar. 20 Rubine, bitte. Du hast eine glückliche Zukunft. Komm schon. Ich will eine geniale Zukunft haben. Komm schon. Tu mir den Gefallen. Wir sind noch Best Buddies, meine liebe Zukunft. Hä? Ist du echt nicht? Komm. Werf ein paar. Ja, 20 Rubine. Komm schon. Das ist doch meine runde Zukunft. Ich bin von den Göttern geschickt. Jetzt würde ich dir einen Wunsch erfüllen. Was willst du? Mehr Bomben tragen? Mehr Pfeile tragen? Ich gewähre dir einen Wunsch. Sage mir, welchen du möchtest. Schleichwerbung für Xbox. Mehr Bomben tragen. Gut, nun kannst du maximal 15 Bomben tragen. Ich hoffe, das freut dich. Ja, klingt gut. Ich gucke gerade übrigens die ganze Zeit auf mich. Kamera-Kontrollmonitor. Gut. Dann gehen wir mal wieder weiter. Lustig ist, mit der Kamera gar nicht sieht, wie unaufgeräumt mein Zimmer ist. Sieht sogar recht ordentlich aus. Und hat coole Plakate. Da, guck mal. Krasser Scheiß, der da liegt, ne? Harry Potter, Big Lebowski. Geiler Kram, Altes. Okay, sehr schön. Haben wir das also schon mal erledigt? Jetzt gibt es, glaube ich, lustigerweise nur noch eine einzige Sache, die ich unbedingt erledigen wollte. Oder möchte. Ich glaube, die besseren Krafthandschuhe bekommen wir tatsächlich woanders. Ich
bin ich mir sicher, die bekommen wir woanders, die anderen besseren Magiehandschuhe, die besseren Krafthandschuhe. Die bekommen wir nicht hier einfach bei so einer Fee geschenkt. Meine ich zumindest. Ich meine, wenn wir ganz viel Glück haben, dann ist es auch so. Egal, mal schauen. Wir müssen hier unten lang tatsächlich, denn da oben kommen wir nicht durch. Denn unser nächstes Ziel lautet Kakariko. Alter Schwede, diese ganzen Soldaten, hier waren das schon immer so viele. Ja, wie gesagt, unser nächstes Ziel lautet Kakariko, denn dort bekommen wir eine verbesserte Magieanzeige. Nicht direkt in Kakariko, allerdings halt direkt neben Kakariko beim Schmied. Wie genau das Ganze abläuft und sowas, das werde ich euch dann gleich zeigen können. Und dann können wir uns theoretisch noch ein zweites Herzteil uns holen, das ist dann nördlich von Kakariko zu finden. Und dann machen wir uns endlich, in der nächsten Folge zumindest, glaube ich, auf zum Sumpf. Wir könnten natürlich jetzt auch, also ich habe jetzt ein paar Sachen gesucht, halt, die wir benötigen, für den, die nicht unbedingt benötigen, aber die für den Tempel ein bisschen einfacher machen, den zweiten. Wir könnten jetzt auch natürlich theoretisch rumrennen und einfach alles einsammeln, was wir noch nebenbei irgendwie einsammeln können. Und dann können wir uns einfach, wie gesagt, daran machen, sämtliche Tempel abzuhaken. Aber das würde ja so viele Tempel hintereinander uns bringen und ich müsste dann jedes Mal nachdenken und alles. Das wäre ja auch ein bisschen komisch. Dann kann ich mal ein bisschen Gedankenpause machen zwischen den Tempeln und einfach nur die Seele baumeln lassen. Das hätte auch was. Jo, hier können wir den Hammer benutzen und einfach mal in ein Loch springen. Das soll schon schief gehen. So, und dann haben wir hier eine komische Statuette. Aber da benutzen wir einfach mal unser tolles Pulver und kriegen eine Fledermaus zur Belohnung. Yay! Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich! Das schreit nach Rache! Mach dich auf was gefasst! Na, gefällt dir das? Ja, siehst du, ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut nicht, das freut dich, was? Nun dann, toi 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 und mach's gut. Ich verfluche dich, du Schwein. Viel Glück. Finde ich lustig. Finde ich sehr, sehr lustig. Okay. Damit haben wir hier unseren Linkus Linky Lux schon ganz schön gut gestärkt. Wir gehen mal ganz kurz zum Schmied. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er unser Schwert verbessern kann. Irgendwann. Ich glaube nicht sofort, aber irgendwann. Vielleicht sagt er uns jetzt, was für Bedingungen es gibt, denn ich kann mich nicht mehr an jeden Schüssel hier in diesem Spiel erinnern. Ach ja, ich glaube, man muss seine Gesellen befreien. Genau, erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Oh, ein nettes Angebot. Ich denke drüber nach, aber dafür muss ich erstmal deinen Kollegen sehen. Du bist jetzt nicht unbedingt die vielversprechendste Partie. Sorry, dass ich dir das so direkt ins Gesicht sagen muss, aber es gibt schon schönere. Gut, also, jetzt ab nach Norden. Rennen wir durch Kakariko. Wow. So, perfekt. Dann hier längs und genau, jetzt hier nördlich des Sees finden wir das, was wir suchen. Tun. Jojojo, Moment, Moment, gleich sind wir da. Denn hier, perfekt. Da ist er. Der Baum. Bumm. Wir haben einen Baum kaputt gemacht. Aber das sollte den Holzfäller ja freuen. Der wohnt hier ja immerhin direkt nebenan. Und dann gehen wir hier durch. Und findet ein weiteres Herzteil. Oh yes. Baby. Und ein paar Feen. Ja, ja, wir sind wieder mal in einem Feenbrunnen gelandet. Und die nehmen wir direkt mal mit. Die restlichen lassen wir einfach mal am Leben. Die lieben Feen. Und, ach man. An dieser Stelle habe ich jetzt in der eigentlichen Aufnahme totalen Cranken, naja, nicht Witz, aber halt so eine geschichtliche Einführung von Hyrule gebracht. Und irgendwie fehlt mir jetzt gerade die Spontanität dafür und ich möchte es nicht so erzwungen rausbehauen. Oh, das ist schrecklich, wenn man zweite Aufnahmen machen muss. Dann fühlt man sich irgendwie immer so, bringe ich bestimmt nochmal an anderer Stelle. Es gibt genügend Stellen, an denen man den bringen kann. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist mich erschrocken. So, wie gesagt, das sollte jetzt, glaube ich, alles gewesen sein, was wir erstmal für diesen Part quasi erledigen wollten. Im nächsten Part
Ja, machen wir uns einfach mal auf in diesen wundervollen Tempel, den zweiten Tempel, befreien die zweite Kristallfrau. Sind wir ja... Brauchen wir jetzt schon lang genug. Ihr wollt ja auch ein bisschen Abwechslung haben und mal irgendwie im Tempel und sowas sehen und nicht immer nur mich, wie ich herumrenne und keine Ahnung von nichts hab. Ich glaube, da kann man auch rein. Ich bin mir mal nicht sicher, ob man da rein kann oder nicht rein kann. Nee, das ist zu niedrig hier, ne? Nee, alles gut. Aber hier kann man irgendwie hoch. Ein Geheimgang. Ah, hier sind wir. Okay, da springe ich wieder runter. Das ist mir zu blöd hier. So, und dann wieder durch dieses Portal. Ich habe gehofft, wir würden zum Sumpf gelangen. Leider muss ich da wahrscheinlich wieder zu Fuß hinlaufen. Das, meine Friends, machen wir allerdings nicht mehr in dieser Folge. Also, beziehungsweise mache ich jetzt wahrscheinlich zwischen den Folgen. Denn ich hoffe einfach mal, dass diese Folge euch damit so weit gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und ja, wie gesagt, in der Zwischenzeit, guckt euch einfach anderen Scheiß an. Empfehlt mich euren Freunden. Denn ich bin der absolut geilste Typ und... Nein, Quatsch. Macht's gut.